Diese herrliche Anspannung vor dem Fußballspiel. Auch am Kommentatorenmikrofon mit Manni Breukmann und Frank Buschmann. Ja, danke Manni. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und wenn das Spiel jetzt noch hält, was wir alle erwarten, dann haben wir Spaß. Los! Was für eine tolle Atmosphäre in einem wunderschönen Stadion. Was willst du mehr, Buschi? Ja, und dann haben wir noch richtig feine Plätze hier. Wenn das Spiel noch stimmt, dann passt. Ribéry. Ein sehr schöner Pass. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Klasse Zuspiel. Und der Angriff abgefangen. Der Pass kommt an. Ribéry. Da freut sich der Trainer. So, und das ist nichts für Patienten mit Bluthochdruck auf der Tribüne. Da ist man ja infarktgefährdet bei dieser Abwehrleistung. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Jérôme Boateng. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Pass nach draußen auf den Flügel. Die Abwehr fängt die Flanke ab. Ball im Aus, gibt Einwurf. Und er faustet den Ball weg. Toller Pass. Die Möglichkeit. Arjen Robben im Ballbesitz. Lahm. Ja, so kann es weitergehen. Und jetzt haben sie die Chance. Hand, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Links ist alles offen. Schnell, steil gespielt, aber der Gegner ist am Ball. Ribéry, seine große Liebe, das ist der Ball. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Schweinsteiger am Ball. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Schweinsteiger am Ball. Das sieht gut aus. Und der kommt genau an. Einwurf. Lahm. Ja, das kennen wir ja gar nicht von Arjen Robben. Schlechter Pass, Ball im Aus. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Ein Traumpass. Jetzt schießt er und... Müller. Lahm. Jetzt eine gute Flanke. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und der Pass von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner.
Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Jerome Boateng. Arjen Robben im Ballbesitz. Gut abgefangen hat er da den Ball. Dante. Franck Ribéry auf seinem Lieblingsplatz, auf dem Flügel. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Schuss und... Und jetzt haben sie es, das Tor! Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt. Ach, und wunderschön zu sehen, genau im richtigen Moment, also vom Timing her hochgestiegen und dann auch noch perfekt platziert. Keine Chance für den Torhüter. Schweinsteiger am Ball. Gutes, schnelles Passspiel. Ja, sind wir denn hier im Rugby? Der geht wirklich ein paar Meter über die Querlatte. Ribéry. Und das macht er richtig gut. Und es entwickelt sich... Tor! Und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird es nochmal richtig dramatisch. Irgendwie hat es gerauscht. Und dann dieses klasse Tor. Jetzt schaut ihr das mal an, diesen Abschluss, Manni. Das ist Weltklasse. So, und hier sehen wir es nochmal ganz, ganz deutlich. Da ist die Verteidigung ja dran. Er versucht es trotzdem. Das ist der Mut. Und das führt zum Erfolg. Jerome Boateng. Ribéry. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. Ein wunderschönes Zuspiel. Alaba. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Guter Angriff, aber wenn es so weitergeht, dann wird es sehr spannend in Durchgang 2. Denn zur Pause steht es 1:1. Ja, Frank, ich habe eine gute erste Hälfte gesehen. Kannst du mir dazu stimmen? Ja, außerdem würde ich mich nie trauen, dir zu widersprechen. Und wir hoffen natürlich auf eine zweite Hälfte, die viel Spannung in sich birgt. Da wird der Trainer zufrieden sein. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Ja, tolle Chance. Und jetzt... Tja, das sehen die Fans hier nicht so gerne. Stark gemacht. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Nochmal Ecke. Kopfball. Ja, da hatte er das zweite Ding auf dem Schlappen. Ja, vielleicht wollte es da ein bisschen zu genau machen. Die Ecke, okay, der Abschluss viel zu schwach. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Müller. Ja, da kommt was auf uns zu. Sicher in der Ballbehandlung. So sieht ein Pass aus. Achtung! Sie gehen jetzt in Führung.
Und die Bayern, sie sind in Führung gegangen. Müller. Philipp Lahm. Wo ist die Schwachstelle in der gegnerischen Abwehr? Toll, wie er das macht, und unglaubliches Tor. Auf Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Ein sehr schöner Pass. Bisschen weit weg und weiter heißt es, aufgepasst. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Jetzt greift er ihn an. Diesen Schiri kennen wir, der gibt garantiert Freistoß. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Und per Kopf. Nein, den hält er. Unfassbar! Es geht doch! Es geht doch! Dante. Schöner Pass! Da freut sich der Trainer. Gut geflankt hat er. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Schweinsteiger am Ball. Ja, so kann... Der könnte passen! Was für eine klasse Tat! Ein toller... Achtung, jetzt! Arjen Robben im Ballbesitz. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Wirklich schönes Passspiel, aber am Ende kriegt der Gegner den Ball. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Einwurf. Die Zeit zum Wechseln ist gekommen. Das sieht gut aus. Klasse Vorlage. Und jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Super Auge von Bastian Schweinsteiger. Antizipiert und ganz locker den Ball erobert. Guck mal hin! Den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Bei manchen Ecken wird's gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Geht er rein? Ja, und da sind sie schlicht im Weg. Und Einwurf. Lahm. Und der kommt genau an. Zweikampf um den Ballbesitz.
Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Luis Gustavo. Schweinsteiger am Ball. Toller Pass. Und jetzt versuchen sie da irgendwo im Abwehrverbund ein sofort abgezogen und da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Alaba. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Oh ja, das gibt Freistoß. Und sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen. Auch dieser Ball von ihm kommt an. Ein überzeugendes Passspiel heute. Es ist immer das Gleiche im Fußball. Du musst dich konzentrieren. Und hier hat die Konzentration im Abschluss eindeutig gefehlt. Arjen Robben im Ballbesitz. Und der Pass von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner. Jérôme Boateng. Für die einen war es ein schöner, für die anderen ein schriller Pfiff. Es ist der Abpfiff des Schiedsrichters.